Bei den Farming Dudes gibt es gerade eine ganze Menge neuer Sachen und nicht nur neue Mods, sondern auch eine neue Website. Was wir uns heute anschauen wollen, ist das neue Werk von Vasili, Mitglied von den Farming Dudes. Ihr erinnert euch sicherlich, dass wir den 380er GTA reviewed haben, der zur FarmCon gekommen ist und den Maurice überarbeitet hat. Hier nochmal der Originalsound dazu. Und dafür hat Vasili jetzt einen neuen Sound gemacht, der sich sehen lassen kann. Beziehungsweise der sich hören lassen kann. Und genau das ist das Stichwort, das wollen wir in diesem Video nämlich machen. Ich zeige euch zum einen, wie ihr den Sound einbaut. Das ist nämlich ein klein bisschen anders, als wir das sonst vielleicht kennen. Und dann wollen wir natürlich auch mal in den Praxistest genau reinhören. Ich fahre und will schauen, was es für verschiedene Nuancen gibt. Beginnen wir erstmal mit dem Einbau. Den GTA hatte ich beispielsweise aus dem Pack von Maurice von Moddingwelt. Sprich, hier laden wir uns einmal das Pack ganz frisch runter. Den Sound wiederum findet ihr auf ModHub. Wenn ihr das Video schaut und es noch ein bisschen oder schon ein bisschen älter ist, schaut mal in der Kategorie Prefab nach, dann findet ihr den auch. Ist der KHD BF4L913T Motorsound, aufgenommen von einem Deutz DX4.70, passt aber auch wunderbar zum GTA. Das ist ein Prefab, hier bewerten nicht vergessen. Entsprechend seht ihr schon, geht er ganz gut vorwärts. Download Prefab, das haben wir jetzt auch und damit können wir jetzt arbeiten. Und zwar mache ich das immer so, auf dem Desktop mache ich mir einen neuen Ordner, den nenne ich beispielsweise Umbau und den können wir hier schon mal öffnen. Dann öffne ich mir meinen Downloads-Ordner, schnapp mir die beiden Mods und pack die in meinen Umbauordner. Hier im Umbauordner gehen wir folgendermaßen vor. Wir entpacken das Ganze. By the way, alle Mods und Programme, die ich nutze, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ich benutze zum Entpacken und Zusammenpacken 7-Zip. Das heißt hier beim Fendt System Schlepperpack Rechtsklick 7-Zip und entpacke nach. Und dann kommt hier der Archivname, so wie das ZIP-Archiv auch benannt ist. Wichtig, genau so müssen wir das entpacken. Das ist für das spätere Zusammenpacken sehr wichtig. Das gleiche machen wir jetzt hier für die Sounds. Da ist es jetzt egal, wie wir das entpacken und wie das heißt. Hauptsache, wir haben den Ordner. Die beiden fertigen ZIP-Dateien, die wir gerade entpackt haben, bleiben hier natürlich bestehen. Und die könnt ihr euch auch hier liegen lassen. Im Fall, es geht irgendwas schief, habt ihr hier nochmal ein Backup. Schauen wir jetzt erstmal in den Sound rein. Der öffnet sich dann hier entsprechend logischerweise. Und ich öffne mir jetzt nochmal das zweite Mal den Umbauordner. Sound packen wir hier auf die linke Seite. Ich mache das ein bisschen schmaler mal. Und das Fahrzeug auf die rechte Seite, denn auf der rechten Seite öffnen wir jetzt das Fahrzeugpack. Nun ist es so, und das ist etwas verwirrend, normalerweise gehen wir zu dem Fahrzeug direkt hin, sehen hier einen Sounds-Ordner und packen dort die Sounds rein. Nicht in diesem Fall. In diesem Fall seht ihr direkt hier an der Wurzel, wenn ihr in den Ordner reingeht, einen Sounds-Ordner. Und genau der ist es, wo wir unsere neuen Sounds reinpacken. Das bedeutet hier drüben Sound-Ordner, Rechtsklick, kopieren, gehen rüber zum Fahrzeug, Rechtsklick, einfügen. Und er überschreibt die Dateien entsprechend, die wir hier sehen, in diesen Sounds-Ordner rein. Hier befinden sich dann noch Animation-Sounds. Die fassen wir nicht an, die waren da schon drin. Das war es im Prinzip auch schon. Was es angeht, die ganzen Geschichten hier rein zu kopieren. Wir müssen jetzt noch auf diese XML verweisen. Dazu gehe ich folgendermaßen vor. Rechtsklick umbenennen. Selektiere alles. Also den ganzen Namen der XML. Rechtsklick kopieren. Dann gehen wir aus dem Soundordner raus und gehen jetzt zur XML des Fahrzeuges, wo wir den Sound geladen haben wollen. Das heißt Vehicles, Fendt, GTA 380 und hier haben wir entsprechend die GTA 380 XML. Die öffne ich in meinem Fall mit 7-Zip, nein, nicht mit 7-Zip, mit Notepad++. Und wenn ihr den Soundeintrag suchen wollt, Steuerung F für Suche, gebt in dem Suchfenster Sound ein, drückt Enter und seht auch, aha, hier unten, hier ist unsere Liste bzw. unser Eintrag, den wir benötigen. Wir haben eben schon den XML-Namen kopiert. Wichtig ist jetzt, die XML liegt nicht unter Vehicles, Fendt, GTA 360, Sounds und dort drin, sondern sie liegt in einem Soundordner direkt vorn an der Wurzel. Das bedeutet, alles davorlaufende können wir schon mal weglöschen. Und den XML-Namen selektieren wir, Rechtsklick einfügen. Wir können das Ganze auch reinschreiben.
mit dem XML-Namen von unserem Mod-Sound. Das war's. Was ihr jetzt noch machen müsst, oben auf Speichern drücken bei der Diskette, dann übernimmt er auch die Eintragungen. Wir können die XML schließen, gehen hier wieder ganz vor, ne? Also ganz vor bedeutet in diesem Fall hier auf das Fansystem. Dann habt ihr einen I10N-Ordner, Sounds-Ordner, Vehicles-Ordner und zwei einzelne Dateien. Alles selektieren, Rechtsklick, 7-Zip, hinzufügen zu FS22-Fansystem etc. pp.zip. Zip ist wichtig. Dann packt ihr das Ganze zusammen. Und was ihr dann nur noch machen müsst, ist euren Mod hier entsprechend nehmen, Rechtsklick, kopieren. Dann geht ihr in euren Mod-Ordner, hau ich hier auch mal entsprechend rein, Rechtsklick, einfügen. Ich habe ihn jetzt hier schon einmal drin, weil wir haben ja schon einen Let's Test dazu gemacht. Überschreiben das Ganze und können dann entsprechend auch reinhören. Und das ist das, was wir jetzt auf jeden Fall machen. Da sind wir auch schon im GTA drin. Ich habe hier hinten mal noch den Emsland-Krone-Anhänger. Das ist hier bei der Ostseeküste, ist der entsprechend dabei, mit angehangen. Wir haben hier 18.500 Liter Weizen geladen. Wir wollen ja auch ein bisschen Last haben. Gehen jetzt in den Innenraum, denn natürlich spiele ich entsprechend auch mit dem Headrack-System und will das Ganze auch vernünftig testen. Gehe jetzt hier auf die Kupplung und starte mal das Fahrzeug. Ja, das klingt vom Startsound schon mal sehr, sehr schön. Wir machen erstmal Indoor-Sound. Ich blende mal entsprechend den HUD mit ein. Gucken, dass wir auf die S, auf den S-Fahrbereich gehen, auf die Gruppe und legen hier mal los. Ja, und das klingt doch schon mal ganz anders. Das klingt doch schon mal ganz anders. Wir nehmen wieder unsere übliche Teststrecke. Beziehungsweise beschleunigen jetzt hier einfach mal eine Runde durch. Also mal gucken, dass wir gleich ein bisschen in den Last-Sound reinkommen. Vielleicht zurück in die 5. Dass wir ihn ein bisschen brüllen hören. Mal im Drehzahlbegrenzer drin oder so. Das klingt super. Das klingt wirklich super. Ja, das Ganze werden wir uns jetzt nochmal von außen reinziehen. Also in Summe würde ich sagen, Freunde, das ist ein Sound-Update, was sich auf jeden Fall lohnt einzubauen. Nichts gegen den originalen Sound, der da drin ist, das ist schon alles okay, aber das ist einfach nochmal einen Touch. Was heißt ein Touch? Das ist einfach nochmal deutlich realistischer und macht viel mehr Spaß zu fahren. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Sound. Bewertet ihn auf ModHub, seid so fair den Moddern gegenüber. Ja, und fröhliches Kilometer schrubben. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.